das mit dem dieses Entsorgen von diesen Wörtern? Etwas Gemeinsames, dass die harmonische Lösung ist und was immer man nicht drüber hat. Glück ist eine Eigenschaft. Das hast du beim Hobby. Erstes Bild? Ja. Okay. Nächstes? Wenn euch hier etwas auffällt, nein, da ist die Grenze dieses imaginären Raums, ja, und da wird nicht hinausgelatscht. Gut, aber versucht es, in einem Wulf zu sein, ein Ding zu machen. Wir haben jetzt gleich, wir haben absolut richtig. Rainer, das ist das, was ich meine. Ihr habt das Richtige gemacht. Zweites Bild. Es ist übrigens was, diese Statuen haben immer was wie ein Krug, der mit Wasser voll läuft. Ja? Und die Statue ist dann ideal, wenn die Kohäsion vom Wasser und zum Berg. Das heißt, es ist der Moment, der gerade vom Überlaufen ist. Ja. Ich bin so voll mit Wasser, also ich gehe in eine, die Halbung, jetzt ist sie leer, dann fülle ich sie mit Energie. Das heißt, ich verändere mich dann leicht. Und wenn der Moment kommt, wo ich fast überringe, und das ist jetzt keiner mit Anstrengung, sondern es ist eher emotionales Füllen, dann ist es richtig. Ja. Christian? Ja? Komm mal kurz. Also, wann? Statue da, die Aufgabe. So. Wir bleiben als Gruppe arbeitswillig. Aber die, die sich in dieser Gruppe nicht wohlfühlen, die können ganz was anderes machen. Die können auch was anderes machen als gehen und stehen. Erstes Bild. Dieses Bild hat eine Eigenheit, anders als die anderen Bilder. Es ist nicht starr, sondern es gibt eine einzige Bewegung in dem Bild. Die Übergänge sind wie? Das
wo theatral was passiert, wo emotional was passiert, in dem Bild ist es dann aber ganz eingefroren. Ja. Ja? Das heißt, es bleibt auch als Bild, da haben wir wieder diese schöne Geschichte mit dem inneren Fluss. Arbeitslose haben Zeit. Genau. Schaut sich an, schaut, dass es Films gemeinsam. Die erste Reihe. Ja, genau. Was ist es? Dann ist es das Herumschauen. Bleibt klar und konkret. Genau, sehr schön. So, dass es durchaus sein kann, dass man länger bei einer Eigenschaft bleibt. Hat da jemand? Stangen stehen, ja, sondern hinter der Stange stehen. Genau. Ja. Und ich meine, rüber geht. Ja. Ach so, weil du dann vor der Sprechblase stehst. Hast du das alles rüber? Ich halt davor so. Von der Seite. So. Genau, das war ja der. Direkt gerade drüber geht auch noch. Ja, da drüber gerade geht auch noch. Ja, wie du gesagt hast, das hat schon passt. So wie du halt, du stehst ja so mit. Genau, das ist gut.
irgendwer mitvermieten oder so. Sprechblase Nummer. Du kriegst. So, das nächste. Das ist von mir. Achso, doch. Okay. Dann, Blasen gehen weg. Halten noch, halten noch, halten noch, bis die Blasen weg sind. Blasen gehen weg. Jetzt wechseln. Arbeitslose gehen an die Arbeit. Hoch motiviert. Aber auch nicht alle. Hoch motiviert. Schlüssel sind noch vor bei mir. Amen.
Gehen jetzt Eis essen. Ja. Wir sind vom AMS eingeladen. Ah,
Und jetzt möchten wir euch noch gerne und Sie noch gerne zu etwas einladen, zu einer gemeinsamen Schlussaktion. Heute ist es darum gegangen, über diese Skulpturen und über die Sprechblasen Botschaften zu senden zum Tag der Arbeitslosen. Und wir möchten Sie jetzt zum Schluss einladen, dass Sie sich jeweils eine dieser Sprechblasen nehmen und zusammen mit der Gruppe gemeinsam ein großes Sprechblasenbild bauen. Das werden wir fotografieren und das schicken wir dann an die Welt, sozusagen als Grußbotschaft vom Tag der Arbeitslosen vom Tummelplatz aus Graz. Mach da was. So. Er erbarmt sich da 30 Jahre und bezahlt. Ich hab hier den du auch? Noch. So habe ich es gern. Du auch? Ich verdecke mir das schon noch. Vielleicht ein bisschen. Genau, da sind rauf auf die Sockel. Vielen Dank. Bis zum nächsten Jahr. Und was haben wir da jetzt hier?